Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elex. Wir stehen hier vor der Stadt Goliath oder Goliath oder irgendwie so ähnlich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und da gehen wir auch gleich rein. In der Zwischenzeit habe ich allerdings rausgefunden, wo wir die Schriftstücke finden, die wir letztens gefunden haben. Und da schauen wir doch jetzt zuerst einmal rein. So, das ist jetzt, Moment, was habe ich denn hier? Das Gebetsbuch eines Klerikers. Buch der Kleriker mit Lobpreisung Kalaans. Okay. Reinheit ist dein oberstes Gebot, deine Botschaft verbreiten wir im ganzen Land. Bekehren die Ungläubigen in deinem großen Namen, Kalaan, wir folgen deinem Weg bis zum Tag der Rettung. Ja, sehr informativ. Und der Missionsbericht, Bericht eines Klerikers über seine Mission in Edan. 16.5.160, Aufbruch nach Edan. Wir haben den Auftrag erhalten, den Glauben in das Land zu tragen und sollen dafür bis in die Wildnis vordringen. Unsere Reise war beschwerlich und lang, aber wir haben die Waldgrenzen passiert. Die Wälder bergen viele merkwürdige Monster, wir sind ihnen nach Möglichkeit aus dem Weg gegangen. Wir sind auf einige der Waldmenschen gestoßen, aber sie wollten nichts von unseren Lehren hören. Sie bedrohten uns nur und jagten uns davon. Um die Moral meiner Brüder zu stärken, hielten wir heute Abend ein besonders langes Gebet. Kalaan möge unser Flehen hören. Wir haben uns in einer Ruine niedergelassen. Bis jetzt konnten wir niemanden erfolgreich Kalaans Ideale näher bringen. Ja, eine sehr erfolgreiche Mission. Jungs, habt ihr toll gemacht. So, wir gucken uns jetzt die Stadt an. Mal gucken, was hier los ist. Wen haben wir denn hier? Du bist ein Level aufgestiegen. Öffne mit V deinem Art U-Tor. Okay. Gut, was suchen wir uns denn da aus? Ich habe das beim letzten Mal offenbar nicht richtig gemacht, denn wir haben immer noch bei Stärke 10, obwohl ich da was zugeteilt hatte und ja, ich habe mich da irgendwie doof angestellt offenbar. Gut, dann verteilen wir jetzt einfach mal 20 Punkte auf die Stärke. X übernehmen. Okay. Das, ich meine, ich hätte das beim letzten Mal auch gemacht, aber okay. Jetzt scheint es zu gehen. Wir schauen uns das jetzt nochmal an, ob es jetzt wirklich geklappt hat. Jo, Stärke 30. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Wumms beim nächsten Kampf. Ob das jetzt so viel bringt, weiß ich nicht. Da kommt irgendjemand. Und der da macht uns doch jetzt bestimmt an und will uns nicht in die Stadt lassen. Wie das immer so ist. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Ja, ja, wie gesagt, wie das halt so ist. Mhm. Duras kennt mich, kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt erst einmal mit mir sprichst. Aber bevor du mir noch seinen Familienstammbaum unterbreitest, kürze ich das ab. Wärst du tatsächlich im Dienste der Alps, würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut, dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Gut, wir werden uns an die Gebote halten, zumindest vorerst. Wenn wir dann ein bisschen besser sind, sehen wir das vielleicht anders. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische. Ragnar, Sohn von Bjar, er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Okay, ich muss mal einmal kurz in die Optionen gehen, denn ich finde, die Dialoge, die könnten ruhig ein kleines bisschen lauter sein. Und die Musik dafür ein bisschen leiser. Ja, so gefällt mir das doch schon mal ein bisschen besser. So. Okay, ich will ein paar Splitter verdienen. Gar nicht mal schlecht wäre das eigentlich. Splitter sind die Währung vermutlich, die es hier gibt. Ich weiß es nicht. Aber wir fragen ihn erstmal ein bisschen aus. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der Oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, naja, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel.
Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Ja, das machen wir. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Ich fürchte, ich habe nicht gut genug aufgepasst, denn ich weiß jetzt gerade nicht, wer Meister Thorald ist. Egal, wir werden es erfahren. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Ach so, okay. Na gut. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Ja, zumindest wenn das jemand bemerkt. Und wir machen das erst, wenn wir so weit sind, dass das keiner mehr bemerkt. Okay, wie verdienen wir uns denn ein paar Splitter? Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit deiner Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Okay, unser Wert dürfte momentan nicht so hoch sein. Und mit einer Waffe umgehen, naja, gut. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich, genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Ja, Drog, du hast mich jetzt schon, ich weiß nicht, gefühlte 20 Mal darauf hingewiesen, dass Gewalt und Stehlen nicht so erwünscht ist. Das sind so Gesetze, die weiß man auch so. Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird hier mit Elixid-Splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elixid als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Okay, schwupps, da war der Dialog vorbei. Wir sprechen ihn nochmal an und gucken, ob es noch was gibt. Die Nebelkrähen beobachten dich. Ja, dann beobachte doch mal. Ja, die Setzer, das klingt ein bisschen so, als würde man jetzt hier sich gleich da hinsetzen und lustig ein paar Zeitungen oder Bücher drucken. Die Setzer, was sind denn die Setzer? Das sind doch jetzt keine Leute, die hier irgendwelche Schriftstücke fabrizieren, oder? Eine Kralle. Nehmen Kralle. Das sieht für mich aus wie ein Geldbeutel. Ich weiß nicht, ob das jetzt böse ist, wenn wir das nehmen. Ich probier's mal. Einmal Kralle erhalten. Hä? Das war doch irgendwie so ein Beutel. Oder nicht? Offenbar nicht. Nehmen verboten Mana. Okay, verbotenes machen wir jetzt erstmal nicht. Ehe wir sonst uns hier richtig Ärger einhandeln. Den Hammer dürften wir also nehmen, weil der nicht im Haus liegt. Das ist so ein Gemeinschaftsding wahrscheinlich. Setzerin, okay. Wir reden später. Ja, okay, wenn du das sagst, dann reden wir später. Was ist denn das Rote da, was von den Wurzeln überwuchert ist? Und wer bist du denn? Ein Werker. Okay, der hat nichts zu melden. Setzer, der hat auch nichts. Was machen die Setzer denn? Wiesenkraut, nehmen wir mit. Wofür auch immer es gut sein mag, irgendwas. Für irgendwas wird es wohl schon gut sein. Ist dann das hier? Das ist ein Kristall überwuchert mit Wurzeln. Interessant. Okay. Na gut, wen haben wir denn hier? Hey, du. Ja? Bist du der Ersatz?
Ja. Für was denn? Wovon redest du? Dann bist du's also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Ja, aber ich könnte ja unter Umständen trotzdem helfen. Warte mal. Noch was? Was sind das für Setzlinge hier? Ach, die Pflanzen. Ach so, deshalb Setzer. Die pflanzen Bäume und sowas ein, oder was? Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Okay. Was ist ein Weltenherz? Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Alles klar? Okay, was ist Mana? Ja, also jetzt haut er uns wahrscheinlich gleich was vor die Glocke, wenn wir ihm jetzt zu sehr auf den Sack gehen. Aber wir machen das trotzdem. Was ist Mana? Nix da, ich hab schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Okay. Persönlichkeit 2, was hat das denn zu bedeuten? Also, hätten wir da jetzt ein Charisma investieren müssen und dann könnten wir das jetzt hier sagen und das geht jetzt wahrscheinlich schief, weil wir nicht genug Charisma haben? Ich weiß es nicht, wir probieren es einfach mal. Nicht gut genug. Okay, na gut. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Die Stadt ist doch gut befestigt. Was nützt die Befestigung, wenn die Wühler sich einfach aus dem Boden graben? Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Okay, das könnten wir wohl machen. Dann machen wir uns hier wahrscheinlich auch ein paar Freunde. Aber wir sollten uns ja nicht unter Wert verkaufen. Und deshalb fragen wir doch das hier mal. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Ja, mir ist diese Stadt egal. Du hast recht. Oh je. Oh je. Er hat uns vorhin noch gesagt, wir sollen uns nicht unter Wert verkaufen. Wir machen das jetzt nicht. Wir sind jetzt mal arschig und sagen das hier. Mir ist diese Stadt egal. Wie du willst. Wenn du es schaffst, die zweite Wache zu finden, werde ich dir ein paar Splitter geben. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel ich noch habe. Ich muss erst nachschauen gehen. Na gut. Ich werde Alba suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Ja, den haben wir schon kennengelernt und unsere Antwort war offenbar nicht gerade so das Beste. Für die paar Splitter haben wir uns jetzt hier einen schlechten Ruf bei ihm eingehandelt. Ja, vielleicht wird er noch wichtig, dann haben wir ein bisschen die Arschkarte gezogen. Egal. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar. Das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Mhm. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen?
Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Wir sehen uns später. Na gut, okay, wir haben uns keine neuen Freunde gemacht, aber wahrscheinlich bekommen wir dafür bald ein paar Splitter hier umsonst. Wir könnten wahrscheinlich mit dem Jetpack hier runterfallen, also hier runterspringen und unseren Sturz abfedern, oder? Also das mag ich jetzt nicht ausprobieren, weil dann kommen wir nicht mehr hoch. Aber interessant ist das schon. Das ist jetzt nicht stehlen, wenn ich jetzt hier an die Kiste gehe, weil die jetzt auch außerhalb eines Hauses ist, oder wie? Okay, die Mana-Pflanze darf ich nehmen und hier steht ja nicht verboten dran, dann gucken wir hier doch mal rein. Eine Jägerhose. Okay, das ist gut. Trockenfleisch, Dietrich, Elexit. Okay. Nehmen wir alles mal mit. Die Jägerhose. Wie ziehen wir die denn jetzt an? Moment. So und so. Okay, und jetzt tragen wir die? Ja. Ich glaube, ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Moment. Woran sehe ich denn das? Ablegen, Eingabe. Okay, ich glaube, wir haben sie an. So, dann gehen wir doch mal zu Drog und fragen ihn mal, was er weiß über den, den Typen, den wir jetzt suchen sollen. Ich habe den Namen vergessen. Weiß ich nicht mehr. Ist ja auch egal. Drog müsste ja immer noch vorne am Tor stehen, da wo wir ihn kennengelernt haben. Ist er das? Nee. Der sah dem jetzt tatsächlich ein bisschen ähnlich. Aber gut, ich habe den auch nur einmal gesehen, gerade ganz kurz. Ich kann mich auch täuschen. Hallo, Drog. Genau, Alva. Wegen deines Kumpels Alva. Was ist mit ihm? Wo ist er? Er sollte doch Wache stehen. Woher soll ich das wissen? Er kommt und geht, wie es ihm passt. Ganz unter uns. Ich glaube, Alva hat ein kleines Alkoholproblem. Wenn du ihn irgendwo findest, dann vermutlich da, wo es Alkohol gibt. In der Taverne. Frag doch mal bei Oran, dem Wirt, nach. Er könnte Alva gesehen haben. Alles klar. Okay, das machen wir, sobald wir die Taverne mal gefunden haben. Ich habe ja keine Ahnung, wo die jetzt hier ist. Gut, da hinten waren wir gerade bei den Setzern. Wer ist er hier? Ist er einfach nur eine... Ach, er ist auch ein Setzer. Okay, wir gehen mal hier einmal nach oben und schauen mal, wer sich hier so rumtreibt. Okay, wo geht man am besten zuerst hin? Was haben wir denn hier? Ist das sowas wie... Ist das einfach eine Höhle hier oder was? Mitten im Dorf? Kann man die auch noch erkunden? Also ich will da jetzt nicht reinfallen, deshalb mache ich das jetzt nicht. Aber da können wir doch bestimmt auch noch reingehen. Naja, gucken wir erstmal hier bei den Häuschen. Eine Kriegerin. Eine Setzerin. Noch eine Setzerin. Ein Werker. Ja, erstaunlich wenig ansprechbare Personen hier bisher. Nehmen Setzerbrot. Achso, das ist ein Pilz. Okay, der wächst da, deshalb darf ich den einfach so nehmen. So, da geht das Dorf offenbar noch weiter. Aber wir gehen erst nochmal bei den Häuschen gucken. Das ist mit Sicherheit jetzt erstmal spannender. Da können wir bestimmt noch ein paar Personen kennenlernen. Und zwar ein paar Personen, die auch einen wirklich echten Namen haben. Setzerin, Wache, nicht so wie ihr. Was wächst hier? Blümchen, die kann ich nicht nehmen. Noch eine Setzerin. Ui, ist das dunkel hier drin. Da, wo ich sie gut sehen kann. Ja, ja. Achso, ich darf hier jetzt nicht reingehen. Ach so, das wusste ich jetzt nicht. Ist das jetzt ein Privathaus? Ich dachte, das wäre so eine Unterkunft für die Allgemeinheit. Darf ich hier jetzt auch nicht rein? Ich glaube nicht. Boah, ist das dunkel hier. Wie finden die sich darin nur zurecht? Was haben wir denn hier oben? Das ist doch jetzt garantiert auch wieder ein Privathaus. Oder? Ist das die Kneipe? Das ist Oran. Das ist die Kneipe. Hallo, Herr Wirt. Sieh an. Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Ja, wir fragen gleich mal nach Alva. Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja. Der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argo auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen.
Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Okay, der Schrott im Schlund. Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Naja, gut. Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Ja, gibt's das umsonst? Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Egal was, Hauptsache ist es umsonst. Okay, wie geht das denn jetzt hier? Hier können wir was kaufen. Waffen hat er nicht, Rüstung hat er nicht, Gegenstände. Ja, Gegenstände hat er, ist klar. Alle. Okay, hier können wir was verkaufen. Okay. Okay, er hat 282 Elixit. Oder ist das jetzt von uns? Ja, ich weiß es nicht. Ich will jetzt eigentlich auch weder kaufen noch verkaufen, aber ich wollte einfach mal gucken, wie das geht. Ich hab gehört, er wurde bestohlen. Gut, erklär mir mal ein paar Dinge. Erklär mir ein paar Dinge. Was erzählt man sich hier über die Truppenbewegung der Alps? Nun, es heißt, dass sie vor ein paar Tagen sehr aktiv gewesen sind. Der Elexitor Kallax hatte wohl ein gewisses Interesse an der alten Observierungsstation, da oben im Westen. Kallax, sagst du? Weiß man, wo er gerade ist? Naja, es heißt, er sei wieder in den Norden gezogen und hat seine ganze Truppe mitgenommen. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Okay. Wie weit reichen deine Informationen über den Norden? Kaum weiter als in die ersten Grenzgebiete vom Hochland Abessa da oben. Wir Berserker sind gut beraten, wenn wir uns nicht zu weit bis ins Eisland vorwagen, wenn du mich fragst. Kaum jemand, der den Eispalast der Alps je gesehen hat, ist lebend von dort zurückgekehrt. Okay, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber erzähl mal. Du kennst jemanden, der schon bis zum Eispalast der Alps vorgedrungen ist? Du solltest dich besser nicht für solche gefährlichen Dinge interessieren. Ich denke, es ist besser für unser beider Gesundheit, wenn wir jetzt das Thema wechseln, okay? Okay. Eure Rüstungen sind sonderbar. Sie mögen altbacken wirken, aber das täuscht. Mit Hilfe unserer Magie ist es uns sogar möglich, eine Vielzahl von Projektilen abzuwehren, die normales Holz einfach so durchschlagen würden. Und gerade hier in Edan ist unsere Kleidung weitaus praktischer als die Metallschürzen anderer Gruppierungen. Wie das? Edan ist im Gegensatz zur Wüste oder den weiten Xarkors sehr bewaldet. Wenn du also auf der Jagd bist, ist es gut, wenn du mit deiner Umwelt verschmilzt. Zu viel Metall ist einfach zu auffällig und schreckt die Tiere auf. Klingt sinnvoll. Und wenn es nicht um die Jagd geht? Du meinst im Kampf? Da schützt sie genauso gut wie die anderen Rüstungen. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere Rüstungen sind durchzogen mit der Macht des Manas. Solange wir Mana haben, sind wir geschützt. Ja. Edan ist anders als der Rest der Welt. Du sprichst ein Thema an, das mich mit Stolz erfüllt. Ich selber habe die Landesgrenze zwar nie verlassen, aber es muss schlimm da draußen aussehen. Wir aber konnten mit Hilfe unserer Weltenherzen den Boden wieder fruchtbar machen. Was du in Edan siehst, ist das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit. Selbst einige Pfade mussten wir von Hand anlegen. Kein Vergleich zu der Zeit, als der Meteor einschlug. Zumindest erzählt man sich das. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Unsere Geschichte? Tja, ich habe nicht genügend Bierintus, um dir alles aufs Brot zu schmieren. Was du wissen solltest, ist, dass die Gründer unserer Gemeinschaft einfache Leute waren. Leute, die wussten, dass man in die Hände spucken muss, um zu überleben. Maschinen hatten sie nicht. Und diese Erkenntnis zieht sich bis heute durch. So, ich kriege schon einen trockenen Hals vom Quatschen. Wenn du
du mehr wissen willst, sieh dich nach ein paar Büchern um. Außer du kannst nicht lesen, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Okay, dann mach's mal gut. Wer sitzt hier noch so rum? Ein Setzer. Noch ein Setzer, noch ein Setzer, man muss das noch Eisen ein Setzer. Schmieden, ich finde es ein bisschen unbelebt hier, muss ich gestehen. So laut. Werker? Werker? Okay, also im Sinne von relevante Personen verdient muss ich dazu sagen. Nicht. Ja, also unbelebt ist das hier nicht. Hier gibt's schon genug Leute. Ich so, Born zum Beispiel. So jemanden suche ich hier. Hallo Born. Hey du, du gehörst nicht zu uns. Blitzmerker der Born. Hier? Ich bin auf der Durchreise. Dann pass auf, wo du hintrittst. Wir haben in Goliath Pflanzen, die sehr empfindlich sind. Und nur, dass wir uns verstehen. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Okay, das ist gut zu wissen. Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, 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 ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Aber eigentlich hast du recht. Ich könnte mich dort unten mal wieder blicken lassen. Nicht, dass jetzt jeder meint, eine Pause machen zu dürfen. Also, wir sehen uns später. Bis demnächst. Bis demnächst? Hat er das jetzt auch gesagt? Nee, das war jemand anderes, oder? Noch ein Werker Alrik. Nanu? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal, du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus. Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Okay, worum geht's denn? Komm zur Sache. Schon gut, schon gut. Also, ich erkenne das Potenzial in dir. Aber lass mich deine Zweifel zerstreuen. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Mhm. Was genau tust du? Gut, das Eis ist gebrochen. Gehen wir ins Detail. Ich bin Händler. Immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja, Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Okay, was hätte er denn dann gerne? Mit welchen Gegenständen handelst du? Alles Mögliche. Besondere Gegenstände behalte ich allerdings selber. Warum? Sagen wir der Einfachheit halber. Ich bin Sammler. Meine Auswahl ist allerdings begrenzt. Schließlich sind wir in Goliath. Solange die Regeln unserer verstaubten Ahnen gelten, darf ich nicht über die Stränge schlagen. Für uns Händler sind die so nützlich wie ein Furunkel am Arsch. Aber aus Angst vor dem Fortschritt wird sich daran wohl so schnell nichts ändern. Ja, er ist ein bisschen zwielichtig hier, ne? Naja. Du suchst also Raritäten. Gold, richtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, wenn es nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Na gut. Wegen der Raritäten. Ja? Oh je. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir ihm das geben sollten, weil er so zwielichtig ist. Wir sollten das erstmal behalten und vielleicht ein anderes Mal zu ihm zurückkehren. Vielleicht will der Ragnar oder so, der Obermotz hier, diese Waffen ja haben. Und das wäre wahrscheinlich die bessere Wahl, als ihm jetzt so gefährliche Waffen in die Hand zu drücken. Wir geben ihm die erstmal nicht. Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elixit.
Da gibt es keinen Haken. Verkauf mich nicht für dumm. Na schön. Natürlich gibt es einen. Dem einen oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Mhm. Sind bei dir in letzter Zeit so etwas wie Alp-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Das wäre schon ziemlich heiße Ware, mein Freund. Eher etwas für die Outlaws und Banditen da draußen. Kürzlich begegnete ich einem üblen Kopfgeldjäger vor der Stadt, der auf der Suche nach einem Outlaw war. Also, wenn du hier länger überleben willst, dann hältst du dich besser von so etwas fern. Ja. Was genau suchst du? Nun, ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten. Und Born beauftragt nicht jeden mit dem Abernten. Weiter? Nichts weiter. Behalte lediglich im Hinterkopf, dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er. Ich weiß nicht. Er ist mir komisch. Es ist wahrscheinlich nicht so gut, mit ihm zu handeln. Wonach bist du sonst noch auf der Suche? Du kennst doch sicher Jora, den Werker beim Schlund. Nein. Sollte ich? Nicht so wichtig. Du wirst ihn früher oder später noch kennenlernen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bald wieder jemanden losschickt, elixhaltiges Zeug zu sammeln. Und ich denke, er hat schon genug von dem Zeug. Ich hingegen... Schon verstanden. Du willst, dass ich dir das Zeug bringe. Genau. Sprich mit ihm, wenn du die Einzelheiten wissen willst. Was interessiert dich sonst noch? Dir ist mit Sicherheit schon der Mana-Schrein aufgefallen, oder? Dieses Riesending hier in der Mitte von Goliath. Ja, das ist schwer zu übersehen. Dort irgendwo treibt sich Kaldrim herum. Er überwacht die Ein- und Ausgänge von Elex zum Schrein. Wenn du es allerdings schaffst, an ein paar von diesen Elex-Paketen zu kommen, ich würde dir einen stattlichen Preis dafür zahlen. Ach, Alrik. Ich weiß nicht. Wir fragen ihn nochmal weiter aus, aber ich weiß nicht, ob ich irgendetwas davon machen möchte. Hast du noch etwas auf der Liste? Nein. Ich denke, das war vorerst alles. Wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Mhm. Hast du auch einen speziellen Wunsch? Alle Sachen, die du mir bringst, sind speziell. Ich dachte eher an etwas außer der Reihe. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dir die Sache anvertrauen kann. Sie ist etwas heikel. Rück schon raus mit der Sprache. Na schön. Also, Ragnar, der große Boss hier, hat etwas von großem Wert für mich. Ein Schwert. Aber nicht irgendeins. Es ist das Schwert von Erik Eisenfaust. Erik Eisenfaust? Einer der größten Krieger, den die Berserker hervorgebracht haben. Man sagt ihm nach, dass er vor einem halben Jahrhundert im Alleingang ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat. Ich für meinen Teil glaube zwar, dass das Schwachsinn ist, aber das ändert nichts daran, dass die Berserker sich allem überlegen fühlen. Einige nennen ihn sogar Ahnenvater. Wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat, weiß, dass das Mumpitz ist. Immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit. Trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes, selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist. Okay, wir sagen ihm nicht zu, wir sagen nicht, ich besorge dir das Schwert, weil ich nicht weiß, ob wir das tun können. Bring mir etwas bei, was kann er uns denn beibringen? Bring mir etwas bei. Wie du willst. Ja. Okay, hier kannst du für deine Lernpunkte neue Fähigkeiten erwerben, sofern deine Attribute hoch genug sind. Okay. Lernpunkte 2. Okay, Geschicklichkeit haben wir nicht genug. Waffen aufrüsten. Goldschmied, Sockel einsetzen. Okay. Das können wir alles nicht. Ein Hacking-Profi? Beim Hacken. Ach so, es gibt hier so Terminals und sowas. Okay. Ich verstehe. Bergbau. Ja, ich würde eher ganz gerne was Kampfmäßiges lernen, um ein bisschen besser abzuschneiden. Vielleicht können wir das bei einem anderen Händler machen. So, Alrik, wir hauen jetzt ab hier, weil der Alrik ist mir komisch. Ich weiß nicht, wir sollten das erstmal nicht machen. So, und ich glaube, für heute endet die Folge hier. Morgen erkunden wir ein bisschen weiter hier Goliath. Hier gibt es noch viel zu sehen, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben jetzt erst mit, ich weiß nicht, 2, 3 Leuten gesprochen. Viel mehr sind es nicht gewesen. Vielleicht schaut ihr morgen wieder rein. Das würde mich sehr freuen.
Dann schauen wir mal, was der nächste Tag bringt. So, bis dahin habt aber einen schönen Tag, macht's gut und bis dann.